ist schon cool mit der Paketverfolgung bei DHL. Und so wusste ich schon seit 2 Tagen das, was auf dem Weg zu mir ist, und konnte die letzten Minuten dann wirklich ungeduldig live verfolgen. Aber erstmal, hi und herzlich willkommen zu My Bonsai & Koi. Und ja, was sind die Stichworte für das heutige Video? Grüße aus der Region Hannover, Josef Bruns, Hainbuche, Hecke. Ein paar von euch wird jetzt ein Licht aufgehen, um was es sich dreht. Und diejenigen, denen das nicht so geht, denen lege ich noch mal ganz kurz und schnell den Kanal von Josef Bruns nahe. Denn wenn ihr sowas, an sowas Interesse habt, wie hier drinnen jetzt, dann hoffentlich schönes gleich rauskommt, dann solltet ihr bei Josef ab und zu mal vorbeischauen, denn der ist andauernd unterwegs, sucht Yamadori im Wald, über eBay Kleinanzeigen, auch größere Projekte wie hier. Das war eine große, große Hainbuchenhecke. Jetzt habe ich eigentlich schon viel zu viel verraten, ja. Und veräußert das dann auch teilweise. Also von daher schaut mal rein bei Josef und ich und wir schauen jetzt mal rein, was sich hier in diesem schon ziemlich großen Karton verbirgt. Ja, es gibt schon ein paar Videos zu diesen Hainbuchen und ich habe jetzt noch kein konkretes Foto gesehen zu dem, was er mir hier eingepackt hat. Ich sehe auf jeden Fall mal Holz, auch ein Stück weit Verpackungsmaterial, dass das Zeug nicht so durcheinander fliegt. Das raschle ich jetzt mal hier schnell raus. An diesem Verpackungsmaterial merke ich auch, wo er eingekauft hat. Vermute ich jetzt mal. Es kommt mir bekannt vor. Das kenne ich. So, und jetzt, zweimal habe ich zugeschlagen. Jetzt hole ich mal den ersten Kandidaten aus. Sind wir noch auf dem Bild? Gerade so. Jetzt schaut mal hier hin. Es haut mich gleich um und auf ein Bein eine Hainbuche. Eine Hainbuche gibt keine Hecke. Also gibt es noch ein zweites Stück dazu und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nur so hier anschaue, dann kriege ich schon Kopfkino, dann kriege ich schon fast Tränen in die Augen. Und jetzt räume ich hier mal auf und dann sage ich euch, warum ich Tränen in die Augen bekomme. So, es raschelt jetzt ein bisschen, denn ich packe hier aus. Einmal eine schwarze Tüte. Thema schwarze Tüte. Werden wir sicherlich auch noch mal drauf kommen auf dieses Thema. Ihr kennt das vielleicht, ich hatte das schon mal in einer anderen Funktion hier um die Wurzeln ausprobiert. Aber ich hole jetzt erstmal die Hainbuchen ganz, ganz flugs aus ihrem Verpackungsbehältnis. So wie ich Josef kenne, ist hier Sphagnummoos drin, damit hier eine gewisse Feuchte für die Feinwurzeln ist. Er hat mir auch schon geschrieben, bitte sofort feucht setzen, feucht halten. Die brauchen jetzt auch wirklich Wasser. Und daher habe ich jetzt hier schon unter mir, das seht ihr jetzt nicht, ich glaube, das ist auch nicht so spannend, 2 Eimer mit Wasser hingestellt. Und nachdem ich die Dinger hier aus der Verpackung gepriemelt habe. Oh Gott! Oh Gott! Ich drehe durch. Ich drehe echt durch und ihr wisst jetzt vielleicht auch, warum ich gerade so ein Stück weit in Ekstase gerate. Schaut euch das hier mal an. Und vor allem schaut euch das hier mal an. Das ist doch das, was man sich absolut wünscht. Ich habe hier Feinwurzeln. Das könnten immer mehr sein, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber bevor ich jetzt lang rummache, versenke ich mal
naja, leichter gesagt als getan. Der Wurzelballen ist zu groß für meinen Eimer. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und dafür machen wir kurz eine Pause, denn boah, diese Dinger muss ich am Leben halten. Ich bin geflasht, total geflasht. Ja, ich habe jetzt meine Box oder mein Auffangbehältnis hier, wo ich immer meinen Substrat beim Umtopfen oder beim Wurzeln freilegen reinschaufel. Diesen Plastikbehälter, den habe ich jetzt da hinter mich gestellt, geflutet, und da steht jetzt die erste Hainbuche drin. Und wo eine ist, ist die zweite nicht weit. Und deswegen machen wir die hier auch gleich auf. Und da muss ich ja ehrlich gestehen, ich habe dem Josef gesagt, ach, du kennst mich doch. Nichts Gerades, nichts Gewöhnliches. Ich bin eher so der auch mal gern was Außergewöhnliches macht. Und wenn ich mir diesen Stammverlauf hier anschaue, dann hat er mich verstanden, der gute Josef. So, jetzt mache ich hier natürlich Sauerei, weil mein Auffangbecken weg ist. Aber damit lebe ich jetzt. Das ist jetzt hier alles Sphagnummoos. Das habe ich schon vorbereitet, ohnehin schon. Aber ich werde natürlich auch das von Josef benutzen. Ihr merkt, ich improvisiere. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach hemmungs- und gnadenlos begeistert bin. Und ich bin euch noch die Antwort schuldig, und zwar, warum ich Tränen in den Augen habe. Ihr wisst, ich bin auch immer wieder mal auf eBay Kleinanzeigen unterwegs und finde da auch immer wieder mal was. Aber an dieser Hainbuchenhecke bin ich bis jetzt entweder immer erfolgreich vorbeigehuscht, oder bei mir in der Region haben Hainbuchen oder Buchenhecken nicht so eine große Verbreitung wie in der berühmten Region Hannover. So, gucken wir mal hier drauf. Auch hier haben wir wieder einen schönen Wurzelansatz. Der ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie der andere. Dafür ist das Oberteil umso spektakulärer. Da fangen schon an. Ja, man fängt schon an, so ein klein wenig Kopfkino zu machen. Ja, bringe ich den gerade? Ich habe hier einen Schwung, nehmen wir hier mit, gehen wir hier vielleicht an der Seite weg. Aber die Überlegungen schiebe ich jetzt mal alle beiseite. Ich stelle auch den Kamerad jetzt ins Wasser, damit er nochmal richtig schön ziehen kann. Und schau mal nach Behältnissen, weil ja, brauchen wir ein bisschen was Größeres, weil die Buchen sollen ja auch Platz haben, um in diesem Jahr richtig fett Wurzeln zu treiben. Ich gucke mal nach Behältnissen und dann topfen wir noch eine nach der anderen ein. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir auch ein bisschen in die oberen Regionen rein. So, beschäftigen wir uns zuerst mit der Hainbuche Mehrfachstamm. Und ihr seht, ich kriege die hier in diesen großen Teichpferdskorb gerade so rein. Aber das passt. Was verspreche ich mir vom Teichpflanzkorb? Ganz klar, die Wurzeln wachsen nach außen zum Licht, zur Luft hin. Und ich hoffe, dass sie dann durchwachsen. Dann sterben sie ab und der Baum, das ist das gleiche Prinzip wie beim AirPod. Apropos AirPod, der kommt bei der nächsten Hainbuche dann zum Einsatz. So, das passt so einigermaßen. Ich denke, die Größe des Behältnisses ist auch nicht so wichtig wie der Inhalt des Behältnisses, und über den reden wir jetzt. Zunächst mal habe ich hier unten eine Drainageschicht drin. Jetzt werde ich hier ganz unten nochmal, also auf die Drainageschicht kommt jetzt eine Spur mit Sphagnummoos. Dann habe ich da letzt relativ viel umgetopft und dabei ziemlich viel altes, teilweise noch durchmoostes Granulat-Substrat natürlich übrig gehabt. Das sammle ich immer. Normalerweise räume ich auch ein bisschen raus, was so an Moos und Zeug drin ist. Aber ganz ehrlich, sehe ich jetzt nicht ganz so entscheidend an, ob da noch ein Stück weit was anderes mit dabei ist. Jetzt
nehmen wir wieder, nehme ich mal das Moos von Josef, das sind die Hainbuchen ja schon gewöhnt. So, die kommen jetzt hier drauf und jetzt mache ich hier in der Mitte, mache ich das berühmte Häufchen für den Bereich, wo die Hainbuche ja ihre Pfahlwurzel verloren hat. Setze ich mal hier hin und jetzt schnappen wir uns das Teil und ich werde den Baum auch einspannen, nicht von unten festmachen. Ich bin ein Freund einzuspannen. Ja, ich finde das einfach geschickter. So, wie ihr seht, ich habe alles super toll drin. Position, völlig Banane, völlig egal. Jetzt gilt es darum, hier aufzufüllen. Jetzt fülle ich erstmal natürlich den Bereich unter dem Stamm auf. Und hier kommt jetzt genau das Substrat rein. Dann kommt noch mal eine Schicht Sphagnummoos. Dann arbeite ich natürlich zwischendurch immer wieder ein, damit die Feinwurzeln schön im Substrat drin sind und sich umschlungen fühlen vom Substrat. Und das Ganze, das machen wir genau ab jetzt im Schnelldurchlauf. Und so machen wir es auch mit der zweiten Hainbuche. Beides hineingetopft und ihr habt gesehen, Drainage, Sphagnummoos, dann dieses recycelte Substrat, Sphagnummoos, wieder Substrat und obendrauf habe ich jeweils noch vielleicht so einen knappen Zentimeter dicke Schicht, an manchen Stellen sicher auch weniger, einfach mit Lavagranulat draufgelegt. Warum habe ich das gemacht? Ich kenne meine Vögel hier und die riechen, dass da unten Sphagnummoos ist und die picken da rum und ich hoffe, dass ich das damit ein Stück weit vermeiden kann. Sphagnummoos war wirklich triefend nass und deswegen können wir jetzt mit dieser, ich nenne sie jetzt die Stammhainbuche, mit der beginnen wir jetzt. Ja, was ist jetzt noch angesagt? Zunächst mal müssen wir sagen, wir haben hier einen Baum, der jetzt in ein vollkommen anderes Umfeld kommt. Ja? Das war eine Heckenpflanze, die hat um jedes bisschen Licht kämpfen müssen. Daher rührt auch diese skurrile, interessante, aber einem auch alle Türen und Tore öffnende Verästelung.
Da werden wir sicherlich im Laufe der Zeit uns von einigen Ästchen trennen. Von ein paar kann ich sagen, machen wir auch gleich, komme ich gleich dazu. Also zunächst mal muss sich der Baum an das neue Umfeld gewöhnen. Der kriegt jetzt rundum Sonne, der kriegt Wasser, der kriegt irgendwann mal auch Dünger in, keine Ahnung was, 5, 6, 7, 8 Wochen, wenn hier wirklich grün erscheint. Das hoffe ich natürlich. Und ihr seht auch gleich aus der Nahaufnahme, der hat so einen, ja, der ist schmutzig, der hat so einen Moosbelag. Da mache ich jetzt aber gar nichts dran, weil wenn ich hier jetzt schrubben würde, hätte ich viel zu viel Schiss, dass ich die kleinen Feinwurzeln auch gleich mit wegschrubben würde. Das stört den Baum jetzt überhaupt gar nicht. Und apropos Feinwurzeln gesagt? Ich meine natürlich die kleinen Augen und Knospen, nicht Feinwurzeln. Blödsinn, ihr merkt immer noch, ich bin noch so im Euphorie-Modus. So, und apropos der kleinen Augen und Knospen, dazu hole ich euch jetzt mal ein Stückchen näher ran. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass es März 2022 ist? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Ist aber auch nicht ganz so wichtig. Also eigentlich die beste Zeit, um solche Aktionen zu machen. Das will ich damit zum Ausdruck bringen. Und guckt mal hier, das ist jetzt genau so ein kleines Triebchen, eine kleine Knospe. Hier habe ich schlafende Augen. Hier oben ist noch drauf. Jawohl, ist es. Habe ich auch schlafende Augen. Und wenn ich jetzt den Baum putzen würde, diesen grünlichen Belag, dann würde ich das abreiben. Und das will ich natürlich nicht, denn jedes dieser kleinen Blättchen, die hier entstehen kann, ist wichtig für das, was knapp 5 cm weiter unten sich verbirgt im Substrat, nämlich die Wurzeln. Trotzdem möchte ich ein paar Äste wegnehmen. Die, wo jetzt wirklich komplett in eine falsche Richtung stehen, die nehme ich weg. Schaut mal hier, hier haben wir auch so einen kleinen Trieb. Der wird vermutlich keine Rolle spielen, aber im Moment ist auch dieses Blatt, das hier entstehen kann, mega wichtig für den Baum. Diesen Stamm hier lassen wir mal stehen. Hier, ich versuche euch jetzt einfach mal, ich hoffe, man erkennt es so einigermaßen. Ich habe hier schlafende Augen, hier kommt was, hier kommt auch was, hier kommt auch was. Insgesamt geht mir der hier aber schon zu weit. Ich habe aber hier unten 2, 3, das heißt, hier mache ich weg, hier oben kappe ich ihn auch und auch hier nehme ich, na, haben wir was, da unten ist auch eine, lassen wir stehen. Die Wunden werde ich natürlich nachher alle versorgen. Da das alles keine Endwunden sind, in dem Sinn, wo ich eine gute Kallusbildung oder irgendwas brauche, werde ich das mit dem Zeug aus der Tube machen. Aber machen wir erstmal noch ein Stückchen weiter. Ich rutsche wieder eine Region nach oben. Und in der oberen Region muss ich kurz innehalten und euch so meine erste Vision zeigen. Jetzt schaut mal an, ihr habt ja jetzt gesehen, wie der Stamm hier hochkommt. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Linie und das hier als neuen Weg nach oben oder hier nochmal rüber, denn ich habe ja die Möglichkeit, hier habe ich auch schlafende Augen, hier einen Ast aufzubauen. Und das hier wird irgendwann mal meine neue Krone. Hier oben, da ist er zu dick. Das wird auf lange Sicht keine Rolle spielen, aber auch das bleibt im Moment dieses Jahr auf jeden Fall mal dran. Denn auch hier werden Blätter zum Vorschein kommen und mir für ein gutes Wurzelwachstum sorgen. So, wo waren wir stehen geblieben? Sachen, die ich rausnehmen will. Ich nehme jetzt hier schon die Knospenzange, denn diesen Ast hier, den brauche ich definitiv nicht mehr. Hier will ich eine saubere Wunde haben. Das wollen wir nachher noch sauber machen. Hier werde ich auch mit der Knetmasse arbeiten. Auch hier habe ich so einen Ast, der nach unten geht. Den mache ich auch gleich richtig raus. Der hier, schaut mal, der bringt mir eigentlich gar nichts, aber ihr seht es hoffentlich, ich versuche es euch zu zeigen. Ja, ein Stückchen machen wir ihn weg. Der hat mir hier schon, da sehe ich schon grün, da sind die Knospen schon aufgegangen und deswegen bleibt er dran. Hier ist es genauso, also bleibt er dran. Dann haben wir diesen ewig langen Ast. Auch hier schaue ich nach Augen und finde hier welche.
Wird der eine Rolle spielen? Normalerweise nicht. Dann, ganz ehrlich, kann ich ihn auch erstmal komplett dran lassen, weil er auf Sicht wegkommt. Gutes Beispiel nochmal hier. Und dann hören wir dann auch auf mit der Erklärerei mit den Augen. Seht ihr? Auge hier, Auge da. Hier hätte ich auch nochmal zwei, aber ich gehe auf zwei Augen zurück. Das ist nämlich ein möglicher Ast für die Zukunft. Und schneide ihn weg. Genauso mache ich es hier. Hier nehme ich hier weg. Und auch hier sehe ich zwei Augen. Lassen wir auch wachsen. Hier oben hat er auch. Diesen hier, den lasse ich mehr oder weniger komplett dran. Aber auch an dieser Stelle hier. Hier sehe ich 1, 2. Ja, hier ist schon ein kleiner Austrieb. Machen wir auch weg. Es geht ja auch ein Stück weit darum, dafür zu sorgen, dass das Teil nicht zu viel zu versorgen hat am Ende. Und ich möchte nicht, dass er alles oben vollzieht. Ja? Also ich werde mit Sicherheit oben heftiger zurückschneiden wie unten, denn hier unten möchte ich mir vielleicht noch hier so die ein oder andere Option vom Baum schaffen lassen, um ihn weiter zu gestalten. So, ich mache jetzt die Stellen dicht. Wie gesagt, diese hier und diese hier direkt am Stamm, das mache ich mit Knete. Das werde ich jetzt auch noch ein klein wenig nachversorgen. Und wenn ich das gemacht habe, dann holen wir uns den zweiten Baum hierher. Und der hier, der bekommt Wasser. Ja, bei meiner zweiten Hainbuche von Josef nennen wir sie jetzt einfach mal die Mehrstamm-Hainbuche. Habe ich insgesamt 1, 2, 3 Wege nach oben und hier noch eine Öffnung von diesem Stamm hier. Hier verändere ich daran gar nichts, weil, also zum einen finde ich es mega spannend, auch mit diesem massiven Wurzelansatz dazu, und ich weiß noch nicht, ob an allen 4 Wegen nach oben auch wirklich grün kommt. Sehen tue ich ganz viele Augen und Knospen und teilweise auch welche, die sich schon öffnen. Also die Hoffnung ist groß. Auch hier habe ich jetzt schon alle Schnittflächen versiegelt mit dem Zeug aus der Tube. Warum sage ich eigentlich immer Zeug aus der Tube? Mit dem Wundverschluss natürlich, dem leicht aufstreichbaren. Und hier werden wir jetzt aber eine Geschichte vornehmen, und zwar seht ihr hier diesen abgeschnittenen weiteren Weg nach oben. Seht ihr ihn? Jetzt seht ihr ihn ganz bestimmt aus der Nähe. Und zunächst mal vielleicht hier unten kurz. Auch hier unten kommen überall Triebe, und auch die lasse ich jetzt erstmal einfach wachsen. Da unten so schnell weggeschnitten, so schnell auch verheilt. Auch hier sehen wir noch was. Machen wir auch gleich weg. So, und mit diesem Ding hier, das gefällt mir jetzt überhaupt gar nicht. Und jetzt kommen wir auch so ein Stück weit in den kosmetischen Bereich rein, weil das ist eine mögliche Vorderseite. Boah, da kann ich sowas ja überhaupt gar nicht gebrauchen. Deswegen werde ich hier jetzt schon ein Stück weit, wie gesagt, in die Kosmetik eingreifen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich so hinkomme, dass das auch passt. Gar nicht so einfach. Ihr merkt, ich tue mich ein Stückchen schwer. Das bräuchte ich eine größere Knospenzange, aber ganz ehrlich, man muss nicht für alles was haben. Man braucht hier jetzt halt 3, 4 Schnitte mehr, aber gehen tut das genauso. Ich hoffe nur, ich verziehe euch nicht dauernd das Bild unscharf. Und ihr könnt so ein Stück weit verfolgen, wie ich das mache. Das ist jetzt nicht meine Paradedisziplin. Mache ich auch nicht ganz so oft. Aber ihr seht, ich versuche hier jetzt eine gewisse Kuhle hinzukriegen oder einen Raum. Ne, können wir es Hohlraum nennen? Weiß nicht. Also einfach, dass wir jetzt hier ein Stück weit
nach innen gehen, in den Baum, dass sich hier der Kalus schön drüber bilden kann. Und es ist gar nicht so einfach, wenn der Baum sich dreht, aber ich bin jetzt zu faul, um umzubauen und ich das hier wegmachen möchte. So, jetzt holen wir uns noch kurz die Allzweckwaffe Tapetenmesser. Damit ritze ich jetzt hier noch außenrum den Kalus schön an und dann sieht das doch eigentlich ganz ordentlich aus. Und jetzt holen wir uns noch ein Kügelchen von, jetzt in dem Fall nehme ich die Knetmasse. Was kann ich euch noch erzählen zu diesem Bäumchen, während ich ein Kügelchen forme und mit der Temperatur meiner Hände versuche, diese Knete ein bisschen leichter verarbeitbar zu machen. Ganz wichtig dabei, habt ihr sicherlich auch schon gesehen, aber es schadet nie, wenn man ein bisschen feuchte Finger hat. So, machen wir erstmal die Stelle hier unten dicht. Und da steht ja gerade noch der Sphagnum-Mooseimer unter mir. Deswegen kriege ich das gut hin. Und jetzt machen wir hier, oh, der ist ja mega zu groß, verschwendet wird nichts. Als alter Schwabe wird nur so viel verarbeitet, wie auch wirklich benötigt wird. Jetzt mache ich hier diese Stelle schön dicht und dann kann die hübsch ausheilen. Guck mal, hier haben wir auch noch so einen Kamerad. Ich glaube, der ist ohnehin schon tot. Oh ja. Hier habe ich den Draht nochmal gelöst, damit ihr schön ins Bild kommt. Jetzt wollen wir uns hier mal vorarbeiten. Immer noch tot. Ah, jetzt geht es schwerer. Das heißt, die Chance ist groß, dass wieder Leben da ist. Und genau so ist es auch. Und weil ich ja noch so ein Kügelchen übrig habe, machen wir die Stelle auch gleich noch sauber. Denn auch das ist ja eventuell eine mögliche Front oder Vorderseite, wie der Bonsaianer zu sagen pflegt. Nochmal die Fingerchen feucht machen und dann packen wir auch hier Wundverschluss drauf und hoffen das Beste. So, dann können wir auch wieder den Draht fixieren, damit die Hainbuche stabil hier drin steht. Da werde ich sicherlich noch das ein oder andere Mal nachspannen, aber das geht ja mega einfach. Wenn ihr seht, ich habe hier schon wieder einen Lommeldraht. Puh. Das war jetzt kurz wirklich eine Aktion, die tierisch Spaß gemacht hat. Und so schicke ich meine beiden neuen, naja, vielleicht nicht besten, aber auf jeden Fall sehr guten Freunde, die beiden Hainbuchen, die schicke ich jetzt ins Frühjahr. Standortwahl, ganz klar, noch nicht voll in die Sonne, zumal, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Heckenpflanzen, die müssen sich ja erstmal an richtig direktes Licht gewöhnen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich schaue, dass sie keinen Frost mehr kriegen. Ich hoffe ohnehin, dass wir nicht mehr so viel Frost kriegen jetzt im Frühjahr. Und ich behalte mir auch vor, wenn ich merke, dass hier irgendwas hängt, dass es an einer richtig gut läuft, an der anderen, die ein bisschen ins Hängen kommt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich wieder mal meine schwarze Tüte zum Einsatz bringe. Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich es bei beiden nicht brauche. Und düngen hatte ich schon gesagt, wenn hier die ersten Blättchen wirklich stehen, dann werde ich auch anfangen, ganz, ganz vorsichtig zu düngen. Ansonsten passiert mit den Bäumen dieses Jahr, außer wenn erforderlich, ein gewisser Rückschnitt, eigentlich nichts mehr. Und weil ich das Ding jetzt auch nicht ewig lang in die Länge ziehen möchte, das Video, beende ich es hier einfach.
Und natürlich, Leute, brauchen wir noch nicht drüber reden, zwei so Klopper, da gibt es natürlich eine Fortsetzung. Aber ich denke, die werdet ihr erst im nächsten Jahr sehen. Ach, vielleicht mache ich auch irgendwann mal so einen Zwischenbericht. Und so kann ich jetzt erstmal eins sagen. Josef, du verrückter Hund, vielen Dank. Meine Wünsche, also ich kann dir ungesehen vertrauen, du hast meine Wünsche perfekt umgesetzt. Genauso, wie ich es dir geschrieben habe, wie ich es gerne hätte. Wenn ihr auch auf so Sachen steht, dann schaut bitte bei Josef Bruns auf YouTube vorbei. Das sind auch alle seine Kontaktdaten und er hat immer wieder so Teile im Angebot. Entweder solche Trümmer, manchmal auch die ganz schmalen Freunde, jede mögliche Art von einheimischen Bäumen. Und ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit den Bäumen von ihm gemacht. Also schaut bei Josef mal vorbei und natürlich schaut auch bei My Bonsai & Koi wieder vorbei. Und darauf freue ich mich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Freitag 18:30 Uhr, so wie immer. Und so langsam wird es Zeit, dass wir mal Bäume vor die Kamera kriegen, wo ein bisschen mehr Grün dabei ist, oder? Seht ihr das anders? Ich glaube nicht. Also gucken wir, ob wir es nächste Woche schaffen. Ciao, ciao. Macht's gut. Ich muss vorsichtig drehen. Das ist ein Drahtseilakt. Kriegt ihr gerade auch Kopfkino? Bei mir ist es schon eine Extended Version mit dem Kopfkino. So, aber jetzt halte ich endlich die Klappe.